So, versuchen wir heute mal verzwirbeln oder wie auch immer. Und zwar einen 0,25er und einen 0,32er Nickel-Chrom-Draht. Ungefähr zwei gleich lange Stücke. Ich hoffe, dass man es ein bisschen sehen kann. Mache ich mir dann, die lege ich so zusammen, dann mache ich so ein bisschen Schlaufe drum. Und nach der Schlaufe drehe ich die ein bisschen zusammen. Damit das ein bisschen Festigkeit kriegt. Hier ein ganz normaler Akku und hier einen ganz ordinären zentral mittig eingespannt. Und hier gehe ich mit der Schlaufe her. Der ist unten ein bisschen auf. Also die Schlaufe so groß lassen, dass hier. Ja. Dann ziehe ich hier den Draht gleichmäßig, fahre ich so mit den Fingern lang und am anderen Ende nehme ich mir eine Kombizange oder eine. Dass das ein bisschen auf Spannung ist, aber nicht so viel. Und jetzt fange ich an zu drehen. Leichte Geschwindigkeit am Anfang. Seht ihr schon was? Wird schon. So, und jetzt kann man selber sehen, wie stark man das mäht. Ja. Immer auf Spannung halten. Und dann kann man richtig Gas geben. So, und das war es eigentlich schon. Aber ich glaube, man kann es schon ungefähr ahnen und jetzt kann man es auch schon sehen. Ja, schaut doch nicht schlecht aus. Also, wie gesagt, eine Haken, eine Öse, die wo man einspannen kann, in ein Bohrfutter, eine Kombizange. Und dann kann man da zwirbeln und da kann man drei Drähte kann man dann auch machen, kann man auch eine Schlaufe machen und zusammen die erste Umdrehung machen wir mit der Hand, dass die Schlaufe fest sitzt und das zweite halt mit der Zange. Das war's schon wieder für heute. Schönen Tag noch.